Hallo Kackbratzen. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Bei ungefähr 4000 Spielen, die es für die PS1 gab, ist es natürlich kein Wunder, wenn der ein oder andere Titel sich irgendwie im Sand der Zeit verloren hat. Manchmal war das betreffende Spiel sogar besser als das seiner Genre-Kollegen, da es vielleicht über bahnbrechende Mechaniken verfügte, aber wegen seiner Popularität der Genresieger dem eigentlich besseren Konkurrenten einfach das Wasser abgegraben hat. Wie auch etwa Jade Cocoon, das von Genki für die PlayStation 1 entwickelt und dann im Jahr 1999 in Europa von Crave Entertainment veröffentlicht wurde. Willkommen zu Hause. Heute ist eine ganz besondere Nacht. Wir heißen die Geister unserer Ahnen willkommen. Crave Entertainment ist schon lange vor die Hunde gegangen und Jade Cocoon ist eines dieser Spiele, das meiner Meinung nach damals vielen Leuten entgangen ist. Aber einige von euch haben sich dieses Spiel schon öfters in den Kommentaren gewünscht, also ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Es gab für die PS2 sogar eine Fortsetzung, die allerdings so radikal anders als der erste Teil war. Die PS2-Fassung hatte quasi nichts mehr mit dem Original gemein, was ziemlich schade ist, da Jade Cocoon wirklich einige brillante Elemente hatte, die man in dieser Form noch nie in einer Monster-Aufzuchtsimulation gesehen hat. Und selbst der Fakt, dass Katsuya Kondo, der mit Studio Ghibli zusammenarbeitete, einen Großteil der Grafiken und Designs für das Spiel erstellt hatte, half dem Spiel auch kaum, um an mehr Popularität zu gelangen. Also graben wir diese Perle mal nach gut einem Vierteljahrhundert aus und sehen mal nach, ob es sich heute noch lohnt, diesen Titel zu spielen und ob es immer noch denselben Glanz und Elfenstaub gibt wie noch 1999. Elrin, Gott des Waldes, Quelle allen Lebens. Er entließ seine Diener, die himmlischen Geister, auf die Erde. Er sprach: Ich bin der, der euch das Leben gab. In Jade Cocoon schlüpft man in die Rolle von Levent, einen jungen Mann, der ein Kokonmeister werden möchte, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und um sein Dorf beschützen zu können. Ein Kokonmeister ist jemand, der die göttlichen Wälder außerhalb des Dorfes betritt und die dort wild lebenden Monster zähmt. Bislang klingt das nach einem ziemlich normalen Setup für ein Spiel wie etwa auch Pokémon, in dem man eine Vielzahl von Monstern sammelt und mit ihnen kämpfen muss. Aber eines Tages wird der Frieden des Dorfes durch eine Invasion von einem Schwarm namens Onibubu zerstört. Onibubu mag vielleicht etwas dämlich klingen, aber frei aus dem Japanischen übersetzt bedeutet es so viel wie dämonisches Summen. Die Onibubu hätten jedenfalls nicht in das Dorf vordringen dürfen, und so beginnen die Leute zu befürchten, dass der Tag des jüngsten Gerichts bevorsteht. Viele Dorfbewohner sind in einen tiefen Schlaf gefallen und können nicht geweckt werden, und so ist es nun die Aufgabe unseres Helden, sich in den Wald zu wagen, um ein Heilmittel zu finden. Allerdings nicht bevor er die Nagi-Frau Mabu heiratet, die aus irgendwelchen seltsamen Gründen mit einem Kokonmeister verheiratet sein muss, damit sie ihre Arbeit richtig machen kann. Sie zieht nun als frischgebackene Braut aus, reinigt die Kokons der Monster und nimmt dabei verfluchte Brandzeichen auf sich, was ihr am Ende das Leben kosten wird. Diese Hochzeit hat sich wirklich gelohnt. The Lannisters send their regards. Sie ist so angenehm, die Melodie des Kokonmeisters. Eines Tages wirst du ein Kokonmeister sein. Und hier sehen wir schon die kleinen Unterschiede zu einem Pokémon. Die Geschichte geht definitiv über Levans einfachen Fetch-Quest, in dem er das Heilmittel für die schlafenden Dorfbewohner finden muss, hinaus, und es gibt eine ganze Menge religiöse und sozialer Untertöne, was sich auch stark auf den Weltaufbau auswirkt. Leider ist das Spiel relativ kurz. Die Hauptgeschichte dauert vielleicht knapp 10 Stunden. Es ist nicht unbedingt das kürzeste Rollenspiel aller Zeiten, aber trotzdem erscheint es aufgrund seiner Story so, als könnte man damit noch viele weitere schöne Stunden verbringen. Insgesamt ist es eines dieser Spiele, die einen in Bezug auf die Story quasi ins kalte Wasser werfen und den Spielern Legenden und Geschichten und kurze Einblicke in die Geschichte dieser fantastischen Welt bietet, ohne jedoch massive Informationsfluten über ihre gesamte Bedeutung und Relevanz zu liefern. Man muss also jeden Fetzen, den man findet, wie ein Schwamm aufsaugen und in Ehren halten. Hey, du Pfeife! Helmer war ganz betrübt, daher hat er mich gebeten, dir den Weg zu zeigen. Trotz des vielen Lobs ist das Spiel natürlich nicht ohne Fehler. Ein Problem, das einem sofort negativ auffallen könnte, ist die klassische Panzersteuerung. Die teils sehr umstrittene Art der Steuerung hat definitiv ihre Berechtigung, insbesondere wenn man mit vielen wechselnden Kamerawinkeln konfrontiert wird, mit denen man den Überblick verlieren könnte und auf den ersten Blick vielleicht nicht weiß, wohin der Charakter laufen soll. Man lässt die Lauftaste gedrückt und der Charakter läuft stur in die richtige Richtung weiter, ohne dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und auch in Jade Cocoon ist das der Fall. Zudem müssen wir noch teils über mehrere Bildschirme hinweg Monster verfolgen, wobei die Monster erst schneller werden, je dichter man an ihnen dran ist. Die Panzersteuerung ist jedenfalls ein Vorteil, aber da sich vor allem jüngere Spieler erstmal daran gewöhnen müssen, kann das eben zu einem kleinen Problem werden. Die Älteren unter uns können dieses Problem ganz einfach ignorieren. Falls ihr euch die EU-Version holt, dann dürft ihr euch über den Support der Analog-Sticks freuen, sofern euch die Steuerung mit dem D-Pad auf den Keks gehen sollte.
du bist ein Kokonmeister, nicht? Was hältst du von einem schnellen kleinen Duell? Etwas größer könnte das Problem des Aufbaus der Geschichte sein. Die Story ist eine komplett lineare Sache und könnte vielleicht den einen oder anderen langweilen. Insgesamt zieht sich alles ein wenig und folgt der immer gleichen Formel, die sich im Wesentlichen auf eine einzige Mechanik reduzieren lässt. Man geht in den Wald, holt ein Ding, kehrt ins Dorf zurück und wiederholt dann diesen Loop bis zum Ende des Spiels. Unser Held bewegt sich auch nicht wirklich schnell, wodurch das Gefühl der Langsamkeit nochmals gesteigert werden könnte, was eben abermals für die Jüngeren unter uns zu einer Geduldsprobe wird. Das sind jetzt alles keine schwerwiegenden Probleme und vor 25 Jahren waren sie nicht mal existent. Das wirklich größte Problem war und ist, dass Jade Cocoon auch schon damals mit einem Final Fantasy verglichen wurde und dieser Vergleich wird dem Spiel einfach nicht gerecht. Es ist vielmehr ein Pokémon mit einer weitaus besseren Story und im Gegensatz zu Final Fantasy findet man eine viel bessere Gameplay-Mechanik. Jade Cocoon steht meiner Meinung nach über Pokémon und dem großen Rollenspiel aus dem Hause Square Enix. Das Problem ist eben, dass wenn man aber ein Final Fantasy erwartet, aber ein viel komplexeres Spiel vorfindet, die Enttäuschung quasi vorprogrammiert ist. Sollte man aber meinen, dass alle Rollenspiele, die aus Japan kommen, komplett gleich sind, da sie auch zur ungefähr selben Zeit veröffentlicht wurden, sollte man vielleicht seine Fähigkeiten zum kritischen Denken dringend hinterfragen. Und das ist leider auch der Grund, warum das Spiel damals auch nur mittelmäßige Kritiken ernten konnte. Man hat das Spiel im Grunde ganz einfach nicht verstanden. Dabei findet man unter der Haube eine erstaunlich gute Monstermechanik. Die wohl beste, die es je in einem Rollenspiel dieser Art gegeben hat. Wie bereits erwähnt, dreht sich alles um das Sammeln und Bekämpfen von Monster. Der Großteil der Biester sind mehr oder weniger Insekten, aber es gibt auch Drachen, gepanzerte Flugsaurier und den anderen üblichen Kram. Man kann jederzeit bis zu 3 Monster in seiner Gruppe haben und gekämpft wird mit einem klassischen rundenbasierten System. Wie in einem jeden Monster-Sammelsimulator werden den Monster verschiedene Elemente zugewiesen, also Wasser, Feuer, Luft und Erde. Das typische Schere-Stein-Papier-Prinzip sollte auch noch jeder, der zu viel Lack gesoffen hat, sofort kapieren. Wie in einem jeden anderen Monster-Sammelspiel kann man auch in Jade Cocoon seine kleinen Schätze aufziehen und immer stärker werden lassen. Aber im Gegensatz zu einem Pokémon, in dem das Monster einfach nur mutiert, macht es diese kleine Perle einfach nur um ein Vielfaches besser. Verschiedene Monster können fusioniert werden, um dann aus deren komplett verschiedenen Statistiken und Elementen ein komplett neues Monster zu erschaffen. Ihr habt zum Beispiel ein Gürteltier und einen Flugsaurier? Werft alles in einen Topf, mixt gut durch und am Ende habt ihr ein geflügeltes Gürtelsauriertier. Die ganze Zeit, seit dein Vater im Wald verschwunden ist, hat Koris sich sehr gut um Syrus gekümmert. Übrigens spielt die Reihenfolge, in der die Monster fusioniert werden, ebenfalls eine große Rolle und es ist einfach unglaublich toll, dass es praktisch eine endlose Anzahl an verfügbaren Kombinationen gibt. Ihr könnt alles mit allem mischen und kombinieren, wie es euch gefällt und hier kann kein Pokémon oder ein anderer Monster-Sammelsimulator mithalten. Und natürlich wachsen auch eure Kreaturen heran. Von Mal zu Mal werden sie größer, die Zähne schärfer und die Beine länger. Es ist eine natürliche Weiterentwicklung und nicht etwa wie in einem anderen gewissen Monster-Sammelspiel, in dem aus einem Gänseblümchen am Ende ein gepanzertes Nilpferd wird. But wait! There's more! Unweigerlich kommt man auf seinem Weg zum Ziel an einen Sack voll Bossen vorbei. Besiegt man diese Bosse, hat man die Chance, sich deren Skin zu erobern. Das bedeutet, dass ihr eurem kleinen Monster die Haut eines Boss überstülpen könnt. Das klingt zwar auf der einen Seite ziemlich gruselig, aber auf der anderen Seite ist es ein unheimlich großartiges Belohnungssystem, mit dem man seine kleinen Monster noch individueller gestalten kann. Und selbst wenn jetzt die Story von Jade Cocoon nicht gerade das Gelbe vom Ei ist, dann muss man diesen Titel einfach wegen seiner komplett innovativen Art, wie man seine Monster züchten und aufziehen kann, lieben. Das System war leider vielleicht ein wenig zu komplex, sodass man es im zweiten Teil wirklich wieder in ein Pokémon-ähnliches Ding einstampfte, weshalb die Fortsetzung eine herbe Enttäuschung war. Aber ihr könnt mir gerne ein anderes Rollenspiel vorschlagen, das über ein ähnlich gutes Monstersystem verfügt wie Jade Cocoon. Vermutlich werdet ihr aber kein vergleichbares Spiel finden und könnt vielleicht auch verstehen, warum dieser Titel nach 25 Jahren unbedingt ein Remaster verdient hat oder vielleicht sogar einen echten Nachfolger, was wir uns aber mal komplett in die Haare schmieren können. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie schön das Spiel ist, auch noch nach so vielen Jahren. Der Spinnenwald? Ich bin nie da gewesen, deshalb kann ich dir auch nichts erzählen. Meiner Meinung nach ist Jade Cocoon ohnehin fast das schönste Rollenspiel aus dieser Generation und man merkt, wie viel Liebe und Arbeit man in die Entwicklung gesteckt hat. Die Zwischensequenzen sind zudem in der In-Game-Engine erstellt worden, womit ein homogener Gesamteindruck entsteht. Und natürlich darf ein passender Soundtrack nicht fehlen. Jade Cocoon hat einige sehr entspannende Tracks auf Lager. Ihr solltet allerdings sehr stark sein, falls euch Flöten auf den Sack gehen. Unser Held liebt seine Flöte und jedes Mal, wenn man versucht, ein Monster zu fangen, wird uns Levent uns mit derselben verdammten Melodie ein Ständchen bringen. Der Rest geht aber voll in Ordnung, wie auch die beinahe perfekte Sprachausgabe. Hey, hey, was soll denn das?
Elrims Band. Du hast Talisman für Gefangennehmen benutzt. Das Spiel ist vielleicht nicht das längste, wobei die eigentliche Hauptaufgabe ja auch das Eintüten aller Monster ist. Ihr müsst sie alle haben. Und in Verbindung mit der Fusionsmechanik und der Kreation von beinahe unendlich vielen Monstern kann man mit Jade Cocoon auch gut den Rest seines Lebens verbringen. Es ist so schade, dass Jade Cocoon so wenig Aufmerksamkeit in den letzten Jahren erhielt. Es ist nicht nur eines der besten PS1-Spiele, sondern auch das beste Monster-Sammel- und Aufzuchtsimulator-Rollenspiel, das es je gab. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es hatte für seine Zeit einige beeindruckende Mechaniken, die es auch heute noch unterhaltsam machen. Der Grad der Anpassung der Monster ist bis heute unübertroffen. Und verdammt nochmal, dieses Spiel hat so sehr ein Remaster für moderne Systeme verdient. Solltet ihr bis heute warum auch immer noch nie was von dem Spiel gehört haben, dann solltet ihr euch sofort auf die Suche nach einer gut erhaltenen Kopie machen. Der Preis auf eBay könnte etwas abschreckend sein, aber in welcher Form auch immer ihr euch dieses Spiel holt, es lohnt sich auf alle Fälle. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.